WrestleMania wird in diesem Jahr völlig verrückt werden, aber fest steht trotz allen Entwicklungen, dass es die große Nacht vor allem für einen Mann wird. Drew McIntyre. Der 1,96 Meter große Schotte hat im WWE-Titelmatch gegen Brock Lesnar die Chance seines Lebens und könnte am Ende ganz oben an der Wrestling-Spitze ankommen. In der frei erfundenen Storyline sowieso, aber Drew McIntyre hat sich den Erfolg auch hart erarbeitet und dabei die Booker, vor allem Vince McMahon, zu diesem Titelgewinn gezwungen. Wrestling läuft nach einem Skript ab, aber jeder Wrestler kann dessen Inhalte beeinflussen, wie uns Drew McIntyre eindrucksvoll bewiesen hat. Hier ist seine Geschichte. Seine neue Rolle wurde ihm binnen Minuten aufs Auge gedrückt. Es ist der 12. Oktober 2007 und Drew Galloway bereitet sich gerade backstage auf seinen ersten WWE-Auftritt vor. Er ist zwar erst 22 Jahre alt, wrestelt aber schon seit etwa 6 Jahren und hat sich jetzt den ersten großen Deal an Land gezogen. 10 Minuten sind es noch bis zum Debütmatch gegen Brad Meyer, den späteren Zack Ryder. Da kommt auf einmal Stephanie McMahon auf ihn zu. Sie sagt: Drew Galloway, ist das dein richtiger Name? Ihr gefällt das so gar nicht, schließlich kann sich die WWE echte Namen nicht sichern und exklusiv daran verdienen. Also muss schnell eine Alternative her. Zusammen mit Michael Hayes werden schottische Namen auf Wikipedia gesucht und McIntyre soll es schließlich sein. Der Ringsprecher bekommt den Namenswechsel noch rechtzeitig mit, auf dem Titantron steht aber weiterhin der Name Galloway. So schnell geht es zu im harten Wrestling-Business. Gerade bist du noch das aufstrebende Talent aus Europa, jetzt wirst du offiziell gebrandet und als Klischeeschotte mit Kilt und Flagge auf der Hose ins Haifischbecken geworfen. Drew McIntyre war da, wo er hin wollte. Bislang lief es eigentlich ganz gut beim talentierten jungen Mann mit dem geldbringenden Look. Die frühe Zeit in den britischen Indies brachte erste Erfahrungen und dank seiner renitenten Mutter hat Drew einen Abschluss in Kriminologie in der Hinterhand. Sollte mal der Traum vom Wrestling platzen. Den Vertrag beim Marktführer sah Drew als Durchbruch. Dabei hatte er bislang nur die Eingangstür betreten. Im Ring war er noch viel zu unsicher, wusste anfangs nicht einmal, dass er seine Moves in Richtung Hardcam zeigen sollte. So ging es nach SmackDown zwar kurz zu Raw über, aber fast 2 Jahre hieß es dann Learning the Ropes bei Florida Championship Wrestling, dem NXT for NXT der Entwicklungsliga von WWE. Einen eisernen Willen konnte man Drew McIntyre noch nie absprechen. Aber würde dieser ausreichen? Denn plötzlich kam durch Vince McMahon höchstpersönlich der Push zu den Sternen. Mitte 2009 wird er bei SmackDown vom Chairman als persönlich von ihm ausgesuchter Chosen One vorgestellt. Wieder einmal wird sein vorheriges Ich völlig aus den Geschichtsbüchern gestrichen. Drew erfährt genau wie die meisten anderen erst durch das Anhören von McMahons Promo, dass ihn dieser als zukünftigen World Heavyweight Champion in den Himmel lobt und ihn in der nun folgenden Storyline mit seiner ganzen Macht unterstützen würde. Aber kann das klappen, wenn er sich den gleichen Rückhalt im wahren Leben erst noch erarbeiten muss? Wrestling-Fans spüren sehr schnell, wenn ihnen ein Wrestler nur so vorgesetzt wird und die Stories dann über den Workern stehen und nicht mit ihnen aufgehen. Im Fall von Drew McIntyre klappte das sogar eine Zeit lang sehr gut, einfach weil Drew McIntyre diesen It-Factor besitzt, den man schwer beschreiben kann. Drew McIntyre muss kein Wort sagen, denn er braucht nicht einmal einen Paul Heyman, weil er einfach durch seine reine Präsenz genug von sich preisgibt. Das erkannte die WWE damals noch gar nicht komplett. McIntyre fand von Woche zu Woche seine neue Rolle, wurde immer besser, aber das war er doch eigentlich gar nicht. Er war gerade nicht die Authority Figure, der Liebling vom Chef. Er wollte sich alles selbst erarbeiten. Jetzt hatte er binnen kurzer Zeit die Intercontinental Championship erlangt, hatte eine prominente Storyline bei SmackDown, aber wirklich real fühlte sich das nicht an. Und so scheiterte es dann auch. McIntyres Push wurde immer mehr vergessen und Vince fand andere Lieblinge. Gerade stand er noch in einem Match mit dem Undertaker, kämpfte bei WrestleMania um den Money in the Bank Koffer,
Jetzt war es 2012 und 3MB wurde gegründet. In dem als möchtegern Rockstars verkleideten Jobber-Stable war Drew McIntyre hinter Heath Slater und Jinder Mahal das dritte Mitglied. Immerhin hatte Drew noch Fernsehzeit, aber seine Auftritte verkamen immer mehr zu peinlichen Lachnummern. Irgendwann wurde er in einem One-on-One-Match von El Torito gepinnt, dem 1,34 Meter kleinen Stier, dem nach dem Match von Hornswoggle dann der Schwanz geklaut wurde. Selten wurde in der WWE so viel Talent verschenkt wie im traurigen Fall von Drew McIntyre. Am 12. Juni 2014 folgte die Kündigung seines WWE-Vertrags. Drew Galloways Wrestlerkarriere stand vor dem Aus. Er hatte es bis zum Marktführer geschafft, aber das hat nicht geklappt. Zum Glück ist die Wrestling-Welt groß, vor allem in diesen Jahren, als das Independent Wrestling gerade sein großes Hoch erreichte. Und zum Glück ist Drew Galloway ein Kämpfer. Nach und nach sicherte er sich Bookings bei anderen Promotions, traf dort auf alte Bekannte wie Aleister Black, Ricochet oder Roderick Strong, mit denen er, wie er selbst sagt, nicht nur einfach Matches, sondern großartige Kämpfe abliefern konnte. An manchen Tagen trat er in kleinen Turnhallen oder Bars auf, aber ganz egal, wie klein die Crowd war, er zog in seinen Bann. Drew Galloway erkannte gerade durch den Rauswurf bei WWE, dass 90% jetzt nicht mehr reichen werden. Er löste die Handbremse, war jetzt auch im Ring er selbst und wurde zum Indie-Darling. Bei Evolve war er 1,5 Jahre Champion. Bei TNA reichte es zum Heavyweight-Titel. Zahlreiche größere und kleinere Promotionen, vor allem in England, aber auch in Mexiko und sogar in Deutschland, bauten ganze Shows um den Schotten herum. Drew Galloway durchschritt die klassische Wrestling-Underdog-Story, in der es nach und nach Richtung Spitze geht. Aber es waren keine Writer, die ihm den Erfolg auf die Stirn schrieben, es war Galloway selbst. Zwischen seinem Haus in Florida und seinen Bookings in Europa pendelte er alle 3 Wochen, wurde zu einem echten Arbeitstier. Als 2017 der nächste logische Karriereschritt Richtung Japan führen sollte, wollte Drew zunächst einen weisen Rat von seinem alten Mentor William Regal einholen. Dieser hatte Drews Entwicklung natürlich verfolgt und konnte als WWE-Angestellter gar nicht anders, als ihm ein Telefonat mit Triple H zu empfehlen. Den Rest der Story konnten wir im TV verfolgen. Drew McIntyre war zurück. Diesmal als in der Fanszene gestärkter Charakter, der sich mit brillanter Ringpsychologie und totaler Aggression einfach echt anfühlt. Etwa zur gleichen Zeit, als McIntyre sein NXT-Comeback gibt, wird Jinder Mahal innerhalb von knapp einem Monat vom Jobber zum meditierenden WWE-Champion und zerstört damit für unfassbare 24 Wochen die Ratings. Wie sich immer wieder zeigt, ist die WWE auch gerade Vince McMahon eine kaum berechenbare Maschinerie und Talent und Ehrgeiz sind viel zu selten der treibende Faktor. Einem Drew McIntyre stehen ein ganzer Haufen an Cesaros, Zayns und Nevilles gegenüber, aber bei Drew hat es bestmöglich geklappt. Drew McIntyre hatte diesen Rückschlag. Er wurde gefeuert. Er zog aus, das Wrestling neu zu lernen. Er machte sich selbst groß und wurde dafür jetzt mit dem Gewinn des Royal Rumbles und einem Main Event bei WrestleMania belohnt. Wrestling ist kein Fake. Manchmal liegt der Schlüssel zum sportlichen Erfolg nur nicht im Ring. Dankeschön, dass ihr bei diesem Video hier mit dabei wart. Die Story von Drew McIntyre. Hat's euch gefallen? Schreibt's gerne in die Kommentare. Wenn ihr mehr Videos hier auf dem Kanal sehen wollt, dann werdet Kanalmitglieder, denn Mitglieder bekommen exklusive Zusatzvideos nur für Supporter freigeschaltet. Außerdem, wenn ihr Podcasts in der WrestleMania-Woche und auch WrestleMania-Reviews und Podcasts dazu hören wollt, dann checkt mal den Spotfight-Podcast ab. Große Empfehlung von meiner Seite. Haut rein, bis spätestens zum nächsten Mal.